Tja, liebe Leute, grüßt euch. Der Gangerl ist wieder daheim. In seiner Heimat in Roding im Bayerischen Wald. Sitze ich gerade hier an einem kleinen See. Und jetzt habe ich mir halt gedacht, ich muss wieder mal was machen mit YouTube und Facebook etc. Was ich also in der letzten Zeit so alles erlebt habe. Weil viele haben mich da gefragt danach. Und mein Manager da hinten, der an der Kamera steht, der weiß also am meisten und die viele Leute haben mich also da gefragt, wer macht eigentlich die Videos alle, weil ja, das kann ich natürlich nicht machen im Ausland und das macht also mein Freund René. Jetzt geh mal her und stell dir mal vor. Ja, servus, ich bin der René oder René, der Gang wird immer René. Und woher kennen wir uns eigentlich? Wie lange kennen wir uns schon? Ja, ich habe seine Mutter habe ich also kennengelernt und der hat mich also dann mit der Mutter, dann, also noch ein Bub war mit 8 Jahren. Du sagst immer, ich war ein Hosenscheißer, ne? Ja, Hosenscheißer war er, genau. Ja, und die haben mich also dann in Afrika besucht. Ja, und da war er also dann so begeistert von mir, dass er irgendwie gemeint hat, Sakratit, das muss man also in einem Buch mäßig, wenn man das veröffentlicht. Ja, ich wollte einfach, dass deine Geschichte erzählt wird. Ja, dass die Geschichte nicht verloren geht, weil du bist der Dinosaurier. Also die Zeit ist auch nicht ewig. Deswegen haben wir uns 2017 haben wir uns zusammengetan. Ja, und da war ich, glaube ich, ein halbes Jahr bei dir im Schiff, ne? Ja, glaube ich 5 Monate, ja. Ja. Wir sind ja viel auf Messen unterwegs und halten die Vorträge zusammen und haben deine Bücher zusammen rausgegeben. Ja, und da werden noch so einige kommen, aber es macht richtig viel Spaß. Genau. Ja, für dich, für mich nicht. Für mich ist das ja so anstrengend, wenn ich da in die Kamera reinquatschen will, da muss es, glaube ich, jetzt muss es sein. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder ein neues Video gemacht. Nächste Woche kommt auch gleich das nächste raus. Ich glaube, du wolltest noch eine Runde über den See paddeln und dabei schauen wir dir mal ein bisschen zu. Okay, viel Spaß. Alles klar. Wir haben uns gedacht, wir knüpfen chronologisch einfach da an, wo die letzten Videos aufgehört haben. Wir zeigen euch jetzt noch einen kleinen Rückblick, damit ihr es wieder am Schirm habt, was in den letzten Videos passiert ist. Losgegangen ist alles in Malaysia in Terengganu. Günther und ich sind zu Gangerl geflogen, um mit ihm nach Bali zu segeln. Das war im März 2020. Doch zunächst musste erstmal das Schiff Klassee gemacht werden, denn es standen einige Reparaturen für die große Überfahrt an. Wer wie Gangerl auf einem Schiff lebt, der muss ständig etwas reparieren. Denn durch die salzige Luft und die UV-Strahlung geht immer etwas kaputt. Es gehen die undenkbarsten Dinge kaputt, was den Gangerl auch manchmal zur Verzweiflung bringt. Deswegen hört man ihn auch das ein oder andere Mal fluchen. Ich spring den scheiß Kanu in die Luft! Scheißdreck, verrückter Dreckscheiße! Herz nieder, Segelbutter, das sag ich euch. Ja, es funktioniert oft nicht so, wie man gerne möchte. Aber als nächstes stand dann das große Bunkern für die Überfahrt an. Doch noch am selben Tag haben wir erfahren, dass wegen der Corona-Welle einige Länder ihre Grenzen geschlossen haben und da war auch Indonesien betroffen. Also mussten wir uns was einfallen lassen und haben uns erstmal eine Insel in der Umgebung gesucht. Das war Pulau Kapas. Wir wollten erstmal raus aus dem Großstadtdschungel und abwarten, was so passiert. Deswegen haben wir uns auf dem Weg zu dieser kleinen hübschen Insel gemacht. Ganz im Norden lagen wir in einer traumhaft schönen Bucht und haben uns erstmal angeschaut, was die Insel so zu bieten hat. Nicht nur die Insel selbst mit ihren einfachen und schönen Unterkünften direkt in Strandnähe hat uns begeistert, sondern vor allem die Unterwasserwelt war ein echtes Highlight für uns mit ihren intakten Riffen und dem großen Fischreichtum. Und da war der Gangerl natürlich voll in seinem Element. Aber es war auch nicht immer ganz ungefährlich, denn wie wir in einem der Videos gesehen haben, musste sich Gangerl mal gegen einen viel zu neugierigen Haifisch wehren. Weil wir uns vor der Insel mehrere Wochen aufgehalten haben, habe ich auch manchmal einen Fisch geschossen. Und den habe ich natürlich auch gerne zubereitet. Und wie man sieht, habe ich dabei jede Menge Spaß. In den Tropen ist die Luftfeuchtigkeit sehr hoch, besonders wenn es regnet, ist ja klar. Das ist dann für mich die Gelegenheit, das Süßwasser im Dinghy zu nutzen und Wäsche zu waschen. Aber nach einigen Wochen vor der Insel sind uns natürlich die Vorräte und auch das Süßwasser ausgegangen. Also haben wir uns gedacht,
fahren wir wieder zurück in die große Stadt und werden einkaufen. Doch was wir festgestellt haben, das Militär hat viele Straßen gesperrt und so durften wir auch nicht an Land kommen. Deswegen haben wir in den Abendstunden, als die Muslime gebetet haben, vor der Stadt geankert und sind mit meinem Dinghy zur Marina gefahren, um Wasser aufzufüllen. Das musste alles heimlich ablaufen, damit wir keine Probleme bekommen. Gleich am nächsten Morgen haben wir uns unter die Leute gemischt und haben frische Lebensmittel eingekauft. Danach ging es weiter in den Norden, denn dort haben noch einige unbewohnte Inseln auf uns gewartet. Dort sind Fischer vorbeigekommen und haben uns Fische geschenkt. Und andere Einheimische haben uns sogar mit Brot versorgt. Was mir an der malaysischen Regierung besonders gut gefällt, die tun wahnsinnig viel für den Meeresschutz. Die versenken zum Beispiel ausgeschlachtete Busse, Schiffe oder Skulpturen. Denn Korallen können auf Sand nicht wachsen. Hier sieht man zum Beispiel Fahrräder und auch andere Gebilde. Und dass das funktioniert, das sieht man hier richtig gut. Über ein paar kleine Inseln sind wir dann auf der wunderschönen Insel Ratang angekommen. Was mir dort und auf vielen anderen Inseln aufgefallen ist, das ist die Vermüllung der Strände mit Plastikflaschen. Vor allem an denen, wo keine Hotels stehen. Das war ein großes und für mich sehr wichtiges Thema in meinen Videos. Denn als ich vor 35 Jahren losgesegelt bin, hat man sowas nicht gesehen. Ich hatte gehört, dass besonders auf Redang Schildkrötenschutz betrieben wird. Deswegen sind wir zu der Westseite gesegelt. Dort kommt man auch wirklich nur mit dem Boot hin. Und gleich haben uns ein paar Schildkröten besucht. Am Abend haben wir am Strand Lichter gesehen und ich habe mir schon gedacht, was da los ist. Ich bin in der Früh mit meinem Dinghy rübergefahren und habe ein paar Ranger getroffen. Die Ranger schützen die Schildkröten, indem sie die Eier ausgraben und an einem sicheren Strand wieder vergraben. Da habe ich ein bisschen bei der Arbeit zugeschaut. An den sicheren Stränden, die zum Beispiel gegen die Warane geschützt sind, werden die Eier wieder vergraben und nach etwa 50 bis 70 Tagen schlüpfen dann die Schildkrötenbabys. Und wenn sie erst im Morgengrauen schlüpfen, hätten sie eine geringere Überlebenschance. Deswegen werden sie erst in der kommenden Nacht ausgesetzt. Viele Strände in Malaysia sind geschützt, doch an manchen Stränden, da herrscht das wahre Grauen. Dann dürfen Fischer einfach kommen und dürfen die Eier ausgraben. Das wird von der Regierung noch geduldet, denn es ist ja Überbleibsel aus der alten Zeit. Immer wieder sind Fischer vorbeigekommen und haben nach den Eiern gesucht und haben sie auch gefunden. Und das hat mich echt narrisch gemacht. Ah, ich bin wie so ein Orang-Utan, ich könnte platzen. Deswegen habe ich mich auch mit den Fischern ein wenig angelegt. Hinterher verkaufen sie die Eier nämlich für 1 Euro pro Stück. Aber um keine größeren Probleme mit ihnen zu provozieren, bin ich ihnen einfach zuvorgekommen und habe einfach die Nester selber gesucht. Nicht immer habe ich sie gefunden, aber manchmal hatte ich Glück. Danach habe ich sie entweder zur Schildkrötenschutzstation gebracht oder habe sie selber an einem sicheren Strand vergraben. Ja, also wir liegen jetzt hier vor einer wunderschönen Insel, und zwar die Insel Redang mit einem Traumstrand. Kann man sehen, wunderschön. Und jetzt druckt es mir natürlich in den Dschungel. Da ist nämlich ein Fluss, den ich in der Früh entdeckt habe, und ein bisschen ein kleiner Pfad, und dem will ich jetzt folgen und weiß aber nicht, wo es hingeht. Ja, aber solche Fahrten und solche Märsche ins Ungewisse, das ist halt das, was einen Gang überreizt. Und jetzt geht es noch los.
Ja, jetzt warte mal. Wie heißen die Zikaden? Zikaden. Ein durchdringender Sound. Die hören erst in der Nacht auf. Zikaden. Die machen ein Theater oft, dass man sich die Ohren zuhält. Und den Vogel fängt schon her. Er ist tot drin. Soll der Käse. Ja, hier liegt also Sand. Entweder ist hier vorher Wasser gelaufen oder aber die Einheimischen haben eine Markierung gemacht. Wir gehen ja also wirklich mitten durch den Dschungel. Und wir wollen also auf die Ostseite rüber zur großen White Sand Beach. Jemand sagte uns, dass es einen Pfad zu diesem Strand geben soll, an dem es auch Kneipen und Restaurants gibt. Und wir haben uns erhofft, dass wir dort vielleicht ein Bier kaufen können. Denn wie ihr in einem der Videos gesehen habt, ist uns der Sprit ausgegangen. Und das während Corona. Aber irgendwie haben wir den Pfad nicht gefunden, denn wir sind an der gleichen Stelle rausgekommen, wo wir losgegangen sind. Was ist schon? Da gehen wir nochmal oder gehen wir nicht? Ja, freilich gehen wir. Muss ich da. Aber nicht rüber. So, zweiter Anlauf. Weg rüber. Die haben uns umgekommen. Die habe ich mal gefragt, die Einheimischen. Was nochmal? Na ja, da ist Feierabend. Und da geht es wirklich nicht mehr weiter. Wie es heute öfter beim Dschungeltrip passiert, diesen Pfad, den es angeblich geben soll, haben wir nicht gefunden. So sind wir halt im Kreis gelaufen und jetzt kommen wir wieder dahin, wo wir eingestiegen sind. Abends hat neben uns in der großen Bucht ein Fischerboot festgemacht. Und die haben immer recht nett rüber gewunken. Also haben wir uns gedacht, da fahren wir mal hin. We are from Kapas Island, Terengganu. And then because of COVID, Corona, we come to Redang and Perhentian to find second job as a fisherman. If not of Corona, we are boat driver at Kapas Island. Hi. Also, we are from Malaysia. Hope Germany also be more better, no more Corona in this world. Peace to all of you. Bye bye. Ja, die Fischer waren wirklich nette Leute und haben uns sogar noch ein paar Fische überlassen fürs Abendessen. Passt schon. Alles passt. Alle. Wir leben wie Gott in Frankreich. Bloß keinen Schnaps haben wir nicht, kein Bier haben wir nicht und keine Weiber haben wir. Guten. Ja, gleich so. Ich. Aber der, der Arbeit hat, am wenigsten Hunger. Das kennt jede Hausfrau, gell? Ja, bei mir ist das Gleiche. Du packst hier einen kleinen Fisch, ich krieg's alle einen größten. Also, ein bisschen nett ist zwar nur im Bett, aber wenn man einen gescheiten Fisch in der Quarantäne am Tisch hat, das ist auch nett.
war richtig nett. Weil bloß das Bier geht halt ab, oder? Ein Glas Wein zum Fisch, war nicht schlecht, aber haben wir nicht. Einen guten bitte an jeden. Bon Appetit. Dieser Tag hat schön ruhig begonnen. Ich habe einen Ranger beobachtet, der auf der Suche nach einem Schildkrötengelege war. Nebenan waren zwei Damen zu beobachten, die den Strand sauber gefegt haben. Vor allem die Strände, die von Touristen besucht werden, werden hier wöchentlich gereinigt. Ja, die Malaien sind schon ein sehr arbeitsfreundliches Volk. Und davon habe ich mich natürlich sofort anstecken lassen. Ja, die zu Hause gebliebenen, die glauben immer, die Weltumsegler tun nur den Bauch in die Sonne halten. Ne? Und sich mit Verhüterle einschmieren, also das von Sonnenbrand. Da haben sie sich aber gescheit drin. Ich glaube, wer sein Schiff in Ordnung halten will bei einer Weltumsegelung, der muss ständig dranbleiben, weil sonst verrottet diese Kiste so schnell unter seinem Arsch, so schnell kann er gar nicht schauen. Also ewig arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ja, da wird jeder jetzt zu Hause fragen, warum nimmt der keine Schleifmaschine? Also, Schleifmaschine ist kaputt, China-Scheiße. 2 Jahre alt und der Gummi, dieser Schwingteller, hat sich, diese Vibrationsgummi hat sich aufgelöst in lauter Bresel. So, jetzt wollen wir halt mit der Hand arbeiten und das ist auch nicht schlecht. Handarbeit hat goldenen Boden. Das ist niemand. So, Schluss ist. Ah. Am nächsten Morgen habe ich dem Tisch noch einen Anstrich verpasst. Doch kurz darauf haben wir uns auf den Rückweg nach Terengganu gemacht. Mein Freund Günther, der für eine Airline arbeitet, hat einen der seltenen Rückflüge ergattert. Für mich und meinen Freund René war das undenkbar. Denn die Flüge waren zu dieser Zeit schweineteuer. Deswegen mussten wir noch viele Wochen auf dem Schiff ausharren. Leider hatten wir zu wenig Wind, um vor den Sonnenuntergang anzukommen. Deswegen haben wir den Motor zugeschaltet. Ja, aber letztendlich haben wir es vor dem Sonnenuntergang doch noch geschafft. So, liebe Freunde, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt mit meinem neuen Video. Wenn ihr mich sehen wollt, ich bin jetzt dann auf der Interboot. Termine weißt du, glaube ich, besser wie ich. Ja, genau. Vom 24.09. bis 1. Oktober sind wir auf jeden Fall jeden Tag live auf der Bühne. Und da freuen wir uns, wenn jemand vorbeischaut von euch. Also macht es gut. Servus. Sag ich, das können wir doch nicht bringen. Er ist ja tödlich beleidigt.
Ich bin einmal mit den 60er, mit den Bayern ins Stadion gefahren. Die haben gegen 60 gespielt. Und da habe ich extra ein Lied dafür komponiert. Und das ist dann ihr Vereinslied geworden. Aber ich kann es nicht mehr. Ich weiß bloß noch, da wie's geht. Schweine, 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 Fußball geht, da seid ihr keine. Denn es weiß dann jedes Kind, dass 60 nie gewinnt. Die glauben, die können Fußball spielen, dabei tun sie jedes Spiel verlieren. Ihr Fußball ist für jeden Fall, auf jeden Fall, gerade was für den Schweinestall. Schweine, Schweine, Schweine.